Leute haben mich immer gefragt, hey, kommentier doch mal Ken Jebsen, was denkst du von Ken Jebsens Arbeit und sag doch mal was über Ken Jebsen. Also ich habe da natürlich dann mal reingeguckt, okay, was sagen Leute, wie ist die Debatte, wie sieht die Debatte aus? Also was sagt der Mainstream zu den Paris-Anschlägen, was sagen die russischen Medien, was sagt die russische Regierung zu der ganzen Sache? Was sagen bei uns die sogenannten alternativen Medien? Was sagt die Pro-Islam oder generell die Islam-Fraktion zu den Anschlägen? Also habe ich auch mal hier reingeguckt. Ken Jebsen. Sein richtiger Name lautet Mustafa Kaschefi. Er ist ideologisch eher links einzuordnen. Er supportet, er unterstützt oft den Ostblock. Er interviewt auch Landesverräter, die den Sowjets zugearbeitet haben. Natürlich nur, um die Welt zu retten. Und so weiter. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob er irgendeinen Überläufer von der anderen Seite interviewt hat. Also jemand, der quasi die Russen an den Westen verraten hat. Habe jetzt noch nicht gesehen, dass er so jemanden interviewt hat. Ken Jebsen, beziehungsweise Mustafa Kaschefi. Ich bin kein Fan von Künstlernamen, ich bin kein Fan von Anonymität. Mustafa Kaschefi haut immer fröhlich drauf auf die NATO. Spart aber mit Kritik, wenn es um Putin geht oder um den Islam. Veröffentlichte dann dieses Video hier am Montag. Nachdenken über Paris. Er sitzt vor einem schwach beleuchteten Greenscreen-Tuch. Also ich sitze ja auch hier vor einem solchen Hintergrund. Allerdings der Hintergrund bei ihm hier ist schwach beleuchtet. Das sieht dunkelgrün aus und das ist die Farbe des Islam. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht auch nicht. Er verliert eigentlich kein Wort über die Radikalität im Islam an sich, im Islam generell. Er spricht nicht über die Probleme im Islam. Er klingt da so ein bisschen wie die Massenmedien bei uns, wenn er strikt trennt zwischen Islam und Islamismus. Die Terroristen würden angeblich ihre völlig eigene Suppe kochen, das hätte mit dem Islam an sich überhaupt nichts zu tun. Er klingt wie die Massenmedien, denn der Mainstream in Deutschland verteidigt ja nach wie vor vehement den Islam. Mustafa Kaschefi alias Ken Jebsen redet immer wieder vom Feindbild, das geschaffen und gebetsmühlenartig beschworen wird. Das Feindbild Islam. Also hier wird dann dauernd ein Bild gemalt. Ein groteskes, verzerrtes Bild. Und dieses Bild wird uns immer wieder vor die Nase gehalten. Gleichzeitig beschwört Jebsen meiner Meinung nach aber auch ein primitives, simples Feindbild. Nämlich das Feindbild Westen, das Feindbild NATO. Die NATO sei an allem schuld. Alle anderen würden nur reagieren. Die anderen seien besser. Er erwähnt nur ganz leicht, dass in Russland ja auch irgendwo die neokonservative Masche läuft. Der Krieg gegen den islamischen Terror, das Putin jetzt auch bombt. Er erwähnt sogar das Wort Oligarchen in Bezug auf das Putin-Regime. Mr. Kaschefi interviewt aber ständig Putin-Befürworter und Altlinke, sogar ehemalige Sowjetspione. Ganz selten interviewt Jebsen einen Putin-Kritiker wie Jürgen Roth und dann auch nur über andere Themen als Putin. Jebsen schwätzt über Öl und US-Imperialismus, erwähnt aber nicht den wirtschaftlichen und militanten Imperialismus im Islam. Er spricht jetzt auch nicht leidenschaftlich über den wirtschaftlichen und militanten Imperialismus im Sozialismus. Er schimpft nur auf diejenigen Moslems, die mit den USA verbündet sind, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Im Gegensatz dazu berichtet er soft über den Iran, ein ähnlich hartes Regime wie die Saudis, aber alliiert mit den Russen. Die Russen haben ähnlich viele Muslime radikalisiert wie die Amerikaner, wenn nicht sogar mehr. Das wissen aber die meisten Leute nicht, weil sie immer nur die gleichen paar linken Publikationen lesen oder neurechten Publikationen lesen. Ich kenne jetzt natürlich nicht alle Videos von Ken Jebsen, ich meine Mustafa Kaschefi, aber ich bezweifle, dass er da im gleichen Umfang berichtet. Also ich glaube nicht, dass er jetzt auch viel, viel berichtet über die radikalen Moslems, die von der Sowjetunion bzw. Russland radikalisiert wurden und radikalisiert und ausgebildet werden. Da haben wir hier eine interessante Stelle. Mal kurz ein bisschen vorspulen. Das ist bei 11 Minuten und 54 Sekunden. Also mal einen Ton an. Joystick, ja, das ist dasselbe. Das sind Menschen, die eben sagen, okay, sie tun im Grunde dasselbe, was Kampfpiloten tun. Moment, kurzes Stück zurück.
Freund der Despoten und vielleicht sogar ein Putin-Versteher. Also das ist das, wohin es im Moment geht. Und vielleicht mal zu Terroristen. Ja? Was sind das eigentlich für Leute, die sich einen Sprengstoffgürtel umbinden, ja, eine Pumpgun schnappen, in ein Land fahren und dort oder von dort sogar kommen, auf alles schießen, was sich bewegt und sich den Rückzugsweg nicht offen halten. Und also wenn sie sich selber in die Luft sprengen. Was sind das für Leute? Das sind Leute, die eben keinen Job bekommen haben bei der Armee, die keine Kampfpiloten sind. Und das sind Leute, die nicht an Drohnen sitzen und Killermaschinen bedienen über Joystick. Ja? Das ist dasselbe. Das sind Menschen, die eben sagen, okay, sie tun im Grunde dasselbe, was Kampfpiloten tun. Sie tun dasselbe, was Leute auf Flugzeugträgern tun, die irgendwelche Marschflugkörper abfeuern. Sie tun dasselbe, was Leute in Containern tun, die Drohnen befehligen. Sie bringen wahllos Menschen um. Wahllos. Ja? Also jeder Drohnenangriff bringt ja eine Person um, ein Target. Und da sind immer 42 zivile Opfer. Weil wir bei Paris das Schreckliche erfinden, bei jedem Terroranschlag das Schäbige, dass da Menschen wahllos Menschen töten. Ja? Das machen wir den ganzen Tag. Also während wir hier reden oder nach Paris sind mindestens 130 Menschen gestorben, allein durch Drohnenangriffe. Das ist jeden Tag so. Auch in Syrien und im Irak und im Afghanistan wird jeden Tag bombardiert. Und Zahlen wie 130 Tote, das ist gefährlich, keine Meldung wert. Das ist im Westen nichts Neues, wenn ihr den. Also, genauso wie er argumentieren momentan viele, viele Linke und genauso wie er argumentieren momentan viele Moslems. Ja, aber die anderen, aber die anderen. Und die anderen sind immer unverhältnismäßig. Und die anderen berichten nur selektiv. Und die anderen regen sich immer nur selektiv auf. Aber wie ist denn seine Gewichtung? Wie ist denn seine Gewichtung? Wie ist denn seine Balance in Bezug auf die verschiedenen Gruppen da draußen? Nicht jeder Soldat unter der NATO ist ein gut bezahlter Kampfpilot oder Drohnenpilot. Nicht jeder ist ein psychopathischer Mörder. Viele haben tatsächlich Opferbereitschaft und wollen die Welt befreien von verrückten Gruppierungen. Und wie gesagt, viele Soldaten da draußen tun sich eigentlich völlig und sich und selbst und ihren Familien eigentlich ziemlich üble Dinge an, um das zu tun. Ich meine, betrachten wir den Zweiten Weltkrieg, ohne jetzt auf diese ganzen Hintergrund Sachen einzugehen. Einfach nur mal die vielen, vielen Soldaten, die vielen amerikanischen oder generell alliierten Soldaten, die nicht eingeweiht waren in große Verschwörungen, die jetzt auch nicht unbedingt einen bizarren Groll hatten gegen die Deutschen per se. Ich meine, ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung hat deutsche Vorfahren. Also viele Leute haben dann einfach viele Leute haben dann einfach gekämpft, weil sie es für richtig hielten, waren opferbereit und so weiter, kannten natürlich nicht das größere Spiel und so weiter. Und das sind alles Dinge, die man mit einbeziehen muss in seine Gedanken. Nicht jeder russische Soldat ist ein Monster, der wahllos Menschen tötet. Nicht jeder muslimische naja, Terroristen schon, aber nicht der muslimische Soldat ist ein wahnsinniger Psychopathenmörder, der wahllos Leute umbringt. Ist halt alles nicht so einfach und er macht sich da meiner Meinung nach ziemlich leicht, indem er halt den anderen mal vorwirft, die anderen sind schuld, die anderen sind an allem schuld und die anderen sind nicht fair, nicht ausgewogen in ihrem Urteil. Also im Endeffekt kriegt man hier bei KenFM klassisches linkes Gedöns und halt muslimisches Gedöns. Also da kann jeder für sich selber beurteilen, wenn er dieses Video schaut, was Mustafa Kaschefi da zwischen den Zeilen erzählt, was er für gerechtfertigt hält und was nicht. Dann kommen wir hier zu dem, was er dann über diese, ja, diese jungen Männer sagt, die dann halt einfach keine Jobs hatten und so. Film kennt. Das heißt, Terroristen, die sich selber in die Luft sprengen, machen das nur aus Mangel an Möglichkeiten. Ja, die NATO ist auch ein Terrorregime, eine Terrorfirma, nur mit einem größeren Budget. Und du kannst einem westlichen Soldaten nicht sagen, hör zu, geh mal als Bodentruppe in ein Land, einfach nur so, du wirst nicht wieder rauskommen, sondern du musst ihm dafür ein ziemlich gutes Gehalt bieten. Wer im Kampfeinsatz arbeitet, kriegt ja deutlich mehr Geld. Und wenn er zurückkommt, dann bekommt er Ruhm und Ehre. Also darum geht es ja diesen. Ja, die meisten Soldaten bekommen weder viel Geld noch sonderlich viel Ruhm und Ehre. Also das ist auch wieder eine seltsame Generalisierung. Terroristen nicht, deren Ruhm Und gerade Terroristen, gerade auch muslimischen Terroristen, wird ja häufig versprochen,
Erstens mal, ihr kommt ins Paradies und die nehmen das wirklich als Deal an. Also ich muss mich nur in die Luft jagen und schon komme ich ins Paradies. Außerdem wird die Familie monetär versorgt. Also Frauen und Kinder werden da reichhaltig versorgt mit Geld. Vom Staat oder von dem muslimischen Kalifat. Und natürlich Ruhm und Ehre. Also ist es auch nicht, das sollte man auch dazu erwähnen. Ehre ist ja die Software, auf der Sie rennen, dass Sie dann sagen, ja, ich komme dann ins Paradies. Und der Punkt, um den es mir geht, ist, dass wir verstehen, ja, dass der Krieg gegen den Terror, dass wir den deswegen nicht gewinnen können, weil die, mit denen wir es zu tun haben, nämlich Terroristen, die sind so ähnlich wie die Kamikaze damals in Japan. Das sind Menschen, denen geht es nicht um sich, sondern die kämpfen für eine höhere Sache, ja, egal wie man die jetzt findet, das tun sie einfach. Und so wie die Kamikaze damals mit ihren Flugzeugen einfach in die Häuser reingeballert sind, sprengen sich die Terroristen, die auf Islam glauben zu laufen, eben selber in die Luft. Die das tun, haben mit dem Islam so viel zu tun wie der Kuckucksklan mit der Bibel. Ja, das sind selbsterklärte Kämpfer, aber wenn man sich mal die... Also hier haben wir wieder, wie gesagt, ich brauche hier mal einen Bullshit-Button. Bullshit detected. Take precautions. Bullshit level DEFCON 5. Hat nichts mit dem Islam zu tun. Also immer, wenn irgendwas Peinliches ist, was mit Muslimen zu tun hat oder mit dem Islam zu tun hat, sagt man einfach, das gehört gar nicht zum Islam. Das sind gar keine Muslime. Ne? Der Koran regelt Gewalt und Terror sehr ausführlich. Ich habe selber ein Exemplar. Ich habe auch Literatur über den Koran und über die Hadithe, über die Geschichte des Propheten. Sie finden auch Informationen auf recenter.com. Der Dschihad ist sehr, sehr stark geregelt. Also Subversion, Scharia-Polizei, Unterdrückung, Indoktrination, Gewalt. Ist alles geregelt. Beutezüge, Eroberungen. Und es nützt auch nichts, die paar wenigen netten, toleranten Koransuchen rauszupicken. Das wird immer selektiv gemacht. Das ist immer sehr, sehr verlogen, beziehungsweise manche Leute wissen es einfach nicht besser. Das sind dann die paar Suren aus der frühen Anfangsphase des Islam, wo der Prophet noch keine Militärmacht hatte und er noch versucht hatte, Leute zu überreden. Und zwar hat er den Leuten gesagt, er ist der letzte große, oder nicht der neue große Prophet, der bringt das letzte Testament. Mohammed erklärte dann, das ist die offizielle Geschichte, er erklärte den ganzen Juden und Christen da draußen und auch den anderen verschiedenen Gläubigen, erklärte er, er sei jetzt quasi der Anführer von allen Christen und Juden, denn der Islam sei ja zuerst da gewesen und die Christen und Juden hätten das dann im Laufe der Zeit verfälscht. Und er, Mohammed, sei jetzt gekommen, um alles wieder in die rechten Bahnen zu rücken und die ganzen Christen und Juden da draußen mögen sich doch ihm jetzt bitte anschließen. Er hatte damit wenig Erfolg. Der Erfolg kam erst, als er Anhänger fand, die kampferprobt waren. Und dann ging es erst richtig los. Das ist die offizielle Geschichte. Das kann auch Herr Mustafa Kashefi kaum abstreiten. Außerdem ist es ein Mythos, dass da nur benachteiligte Arbeitslose aus Problemvierteln zu Terroristen werden. Es sind oft besser gestellte Mittelschichtler. Also hier haben wir auch Artikel gerade, die in der Mainstream-Presse, die sich damit befassen, warum Ärzte und Ingenieure in den Dschihad ziehen. Naja, was aber, ich meine, es wird halt beschrieben, dass es so ist. Es wird nicht unbedingt genau beschrieben in den Massenmedien, warum das so ist. Das heißt halt, naja, diese Leute betrachten sich halt als Mitglied dieser islamischen Gemeinschaft und diese Leute haben zwar selber nicht unbedingt gelitten, als Muslime Krieg und Unterdrückung, aber sie leiden halt stellvertretend mit ihren Glaubensgenossen mit und wollen sich deswegen stellvertretend auch rächen. Das erklärt allerdings noch gar nicht wirklich, warum sie dann bereit sind, überhaupt zu kämpfen oder sich an terroristischen Verschwörungen zu beteiligen. Um das wirklich zu erklären, braucht man Wissen um Gruppennarzissmus, Narzissmus, antisoziale Störung, beziehungsweise Persönlichkeitszüge. Und natürlich noch mehr Elemente. Aber das darf ja der Bürger da draußen nicht wissen. Es gibt sehr viel Sympathie in der gesamten islamischen Welt für das psychopathische ISIS-Regime. Also nicht nur die Leute, die dann bei der Paris-Schweigeminute buhen im Fußballstadion.
Es gibt sehr viele Muslime auf der Welt, die eine weltweite islamische Diktatur begrüßen würden. Warum spricht Mustafa Kashefi alias Ken Jebsen nicht auch darüber? Das würde seiner Message helfen, das würde auch der Sache helfen. Es folgen dann bei ihm in dem Video komische Warnungen vor möglichen Anschlägen. Terroristen könnten ja bei uns Atomkraftwerke sabotieren. Und das in Paris sei eine Reaktion gewesen auf den Krieg, den der Westen führt. Also meiner Ansicht nach, meiner persönlichen Meinung nach, ist er jetzt nicht wirklich ein tiefgehender Analyst. Er ist auch nicht objektiv, meiner Meinung nach. Und ich denke, er verfehlt auch seine Zielsetzung. Er sagte, er will Frieden, Freude und Eierkuchen, aber er ist gleichzeitig sehr soft gegenüber dem Islam und Russland und Iran. Und wenn man so einseitig ist, dann ist man auch wieder nur ein Cheerleader für die andere Seite oder ein Schönredner in diesem Ost-West-Konflikt und sowas bringt keinen Frieden. Seine Lösungsvorschläge implizit scheinen zu lauten, mehr Sozialismus, mehr Nachgiebigkeit gegenüber dem Islam, mehr Macht für Putin. Also richtig konkrete Lösungsansätze zur Bekämpfung des Bösen auf dem Planeten scheinen das hier zu fehlen. Also da sehe ich keine großen modernen Ansätze. Okay, so viel erstmal dazu, zu dieser ganzen Debatte. Kommen wir gleich noch zu den Terrorübungen, die zeitgleich stattfanden mit den Anschlägen. Kommen zu der Razzia noch, über die Razzia gegen den sogenannten Drahtzieher und was hier auffällig ist. Dann, wie die Terroristen kommunizieren. Es ist auch sehr viel Schwachsinn darüber geredet. Und natürlich dann Deutschland als Ziel, was ist von der Bombendrohung in Hannover zu halten und so weiter und so fort. Das noch heute Abend in dieser Sendung Recenter News.